Normalerweise ist der Stern T Coronae Borealis zu lichtschwach, um ihn mit bloßem Auge sehen zu können. Aber etwa alle 80 Jahre wird er zu einem der hellsten Lichtpunkte am Nachthimmel. Grund dafür ist eine Explosion, genannt wiederkehrende Nova, die so hell erscheint wie der Polarstern. Ein einmaliges Ereignis, auch für professionelle Himmelsbeobachter. T Coronae Borealis ist 1787 explodiert, dann wieder im Jahr 1866 und erneut im Jahr 1946. Das ergibt einen Zyklus von ungefähr 79 bis 80 Jahren. Und das heißt, dass es etwa 8 Jahrzehnte nach 1946 wieder eine Explosion geben sollte. Und das ist also ungefähr jetzt. Die Nova, die die Astronomen weltweit begeistert, wird von einem Doppelsternsystem ausgelöst. T Coronae Borealis ist 2688 Lichtjahre von unserer Sonne entfernt und besteht aus einem alten, sehr kleinen Stern, genannt Weißer Zwerg, und einem großen, genannt Roter Riese. Die beiden Sterne umkreisen sich in geringer Entfernung und interagieren mitunter heftig miteinander. Materie vom inneren Rand des roten Riesen fällt immer wieder auf den weißen Zwerg. An der Oberfläche des kleineren Sterns bildet sich mit der Zeit eine Gasscheibe. Sobald der Druck und die Temperatur groß genug sind, entzündet sich der dort enthaltene Wasserstoff explosionsartig. Die Gasscheibe wird abgestoßen, der weiße Zwerg selbst detoniert jedoch nicht. Die Kernfusion des Wasserstoffs löst eine Art thermonuklearer Kettenreaktion aus. Die Gasscheibe explodiert praktisch wie eine riesige Wasserstoffbombe. Es ist ein extremer Helligkeitsausbruch, der T Coronae Borealis 10-mal heller erscheinen lässt als üblich. Gefährlich für Erdbewohner ist die Nova übrigens nicht. Sie ist im Sternbild Nördliche Krone zu sehen, laut NASA etwa eine Woche lang. Ferngläser oder kleine Teleskope sollten reichen, um das seltene Spektakel am Himmel zu erkennen.